Wenn an die 40.000 vorwiegend junge Menschen am liebsten offenbar in Schwarz gekleidet sich dem Prater nähern, da muss sie schon etwas erwarten. Die US-Heavy-Metal-Band Metallica lässt dort heute von sich hören. Und für eines dieser wenigen Europakonzerte jetzt in Wien sind die Fans aus ganz Europa angereist. Aus Polen, Italien, der Schweiz oder aus Deutschland. Das wird das erste Konzert dieser Dimension auf dem Rotundenplatz hinter dem Messezentrum. Und auf dem Weg dorthin sind viele Fans am Nachmittag schon bei der Stärkung zum Metallica-Konzert hängen geblieben. Es wird ein einschneidendes Erlebnis für die tausenden Fans, die sich heute Nachmittag in kleinen Gruppen im Schweizer Haus schon ein wenig stärken, bevor es ans Eingemachte geht. Für viele war es immerhin ein langer Weg bis nach Wien. Ich bin aus Polen extra 800 Kilometer angereist, um Metallica zu sehen. Jedes Jahr, wenn sie nach Europa kommen, machen wir eine kleine Tour. Wir waren vor 2 Tagen in Athen, jetzt hier in Wien. Und wir werden noch weiterreisen nach London. Die sind einfach Rock'n'Roll, die sind Metallica! I see a lot of girls. Ich sehe jetzt auch viele Mädchen und Familien bei den Konzerten und ich fühle mich auch sicherer als noch vor 15 Jahren. Safe now than 15 years ago. Auch wenn es jetzt sicherer zugehen sollte, Security und an die 100 Polizisten gibt es trotzdem beim heutigen Konzert. Denn an die 40.000 Menschen am Rotundenplatz, das ist eine Premiere. Die Herausforderungen werden sicher mannigfaltig sein. Einerseits durch das Publikum, das ja sehr lautstark ist, auch ein bisschen den Alkohol zugeneigt ist und da sich das eine oder andere geben könnte. Wir sind sichtbar präsent und wenn die Fans möglicherweise aneinander geraten, greifen wir schlicht und deeskalierend ein. Herausforderungen gibt es auch für die Wiener Linien. Bei tausenden Fans, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und zum Rotundenplatz wollen und wieder weg. Nein, der Aufwand ist schon größer und ist mit gewissen Bauchkribbeln unsererseits verbunden, weil eben keine bewährte Location. Wir werden aber trotzdem versuchen, die Fans hinzubringen und nach dem Konzert wieder weg. Damit der Rotundenplatz nach dem Konzert wieder seine gewohnte Ruhe genießen kann. Und die Band, die ist dann wohl einmal aufgewärmt für einen nächsten Europaauftritt am Samstag in London am großen Weltklimaschutztag. Wenn Sie noch nicht genug Metallica haben, können Sie dann noch einmal dabei sein auf dem Rathausplatz in Wien. Dorthin werden die Konzerte zu diesem Aktionstag aus der ganzen Welt übertragen und das ab 10 Uhr früh.